So, da melde ich mich mal wieder zurück zu Hearts of Iron 4 mit den Amis. Und ihr seht schon, wir haben ein neues Abkommen hier anscheinend. Ja, das kam jetzt ein bisschen plötzlich für mich, deswegen habe ich leider keinen Speicherstand mehr, der davor war. Kann ich mich ja endlich auch in der Karte bewegen? Ja. So, das geht jetzt ums Abkommen von Monrovia. Kann ich auch rauszoomen? Ah, siehst du mal einer an. Siehst du? So, worum geht's? Ich glaube, der letzte Stand, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Sieht da nicht die Jahreszahl irgendwo? Nee, da muss ich euch gleich nochmal irgendwie dann das einblenden. Ich zeige euch natürlich auch gleich, wie weit unser Spiel jetzt hier, beziehungsweise mein Spiel jetzt hier ist. Unser ist jetzt schwer zu sagen. Ich sage ja meistens immer unser, weil ich da so ein bisschen davon ausgehe, dass ich euch so ein bisschen mit einbeziehe. Nur mit unser bei Hearts of Iron ist ein bisschen blöde formuliert, weil ich ja mit dem Philipp noch ein Spiel zusammen aufnehme. Und da kommt man vielleicht ein bisschen durcheinander, deswegen muss ich jetzt hier mal mein sagen. Ich glaube, wir waren immer noch auf dem Stand, dass wir hier so ein bisschen Afrika, glaube ich, hier im Norden nicht weiter gepusht haben, im Südosten quasi hier so rum waren, ne, hier die Grenze war. Wir waren nicht in Europa und ich glaube, im Osten von der Sowjetunion sind wir hier gerade so ein bisschen, also wir sind gerade, glaube ich, so angekommen, ne, wir hatten gerade irgendwie, quasi so die Strände hier im ganz tiefen Nordosten hatten wir gerade so besetzt und kamen aber auch nicht vorne, nicht zurück. Und ansonsten hatten wir halt das alles eingenommen, also komplett Süd- und Nordamerika. Ich weiß nicht, ob wir schon Dänemark hatten und Island. Haben wir jedenfalls jetzt. Und ich glaube, die Färöer-Inseln oder sowas, die haben wir jetzt auch noch mittlerweile. Aber wie gesagt, in Europa sind wir noch gar nicht vorangekommen. So, und dann bin ich ja quasi Richtung Richtung Australien gegangen und die ganzen Inselchen, also Niederländisch-Indien, Britisch-Indien, Niederländisch-Malaysia oder wie die ganzen Dinger da unten heißen, Neuseeland, ne? So, und das habe ich dann alles eingenommen und dann hieß es irgendwann, dass eigentlich nur noch Japan von den Alliierten überlebt hat. So, und bei Japan war es so, ich wollte natürlich eigentlich die Folgen aufnehmen, ich wollte Japan eigentlich auch mal mit ein paar Atombomben für euch da irgendwie mal bestücken, dass ihr mal seht, wie die ganze Insel quasi einmal hops genommen wird. Und ich habe bei Japan, gehört halt dazu, ihr seht es hier schon, das ist ja schon so ein bisschen markiert, hier habe ich quasi schon Besatzungstruppen drauf. Ich habe quasi, hier waren glaube ich nur drei Leute, also Japan ist halt die große Insel hier. Dann habt ihr hier oben eine kleine Insel, da habe ich schon ein paar Mal vergeblich versucht irgendwie raufzukommen. Und ihr habt die kleine Insel, ihr habt noch eine kleinere Insel sozusagen hier unten. So, und die große Insel, da dachte ich, okay, da sind halt die ganzen Siegpunkte, da musst du rauf, um Japan halt irgendwie einzunehmen. Deswegen habe ich jetzt die kleine einfach nur, ne, aber an dem Hafen, wo einer irgendwie rauf konnte, habe ich dann einfach, da waren glaube ich drei Bataillone, ja. Bin ich mit meinen Marineeinheiten losgezogen, habe ein paar Atombomben draufgeschmissen und schon haben wir die kleine Insel gehabt. Und bei der großen hatte ich gerade, glaube ich, von hier oder sowas, hatte ich gerade, also ich habe natürlich alle Meere kontrolliert, ich habe auch die ganzen Lufträume kontrolliert. Japan hatte nur um die 300 Flugzeuge, das ist natürlich ein Witz, ne? Also damit können sie sich natürlich überhaupt nicht wehren. Also ich hatte komplett den ganzen Luftraum, ne, mit einem Fingerschnipp. Und da hätten wir halt sonst was machen können mit denen. Und ich habe jetzt einfach nur, weil hier der Hafen fast eine ganze volle Armee drin stand, habe ich da einfach nur ein, zwei Atombomben aufgeschmissen und wollte gerade los. Und dann kam dieses Fenster. Also bei Japan ist es so, da braucht ihr nicht so viel Siegpunkte einnehmen, wenn ihr Atombomben raufschmeißt. Da braucht ihr nur ganz wenig. Da sind die sozusagen, ich weiß nicht, ob es geschichtlich halt so gesehen ist, ne? Die Amerikaner haben ja damals in Hiroshima und Nagasaki halt die zwei Atombomben gezündet. Oder Wasserstoffbomben. Und da hat sich ja Japan auch danach sofort ergeben. Und das war halt das, deswegen vielleicht haben die es ins Spiel mit eingebaut. Das heißt, wenn du mit den Amis spielst, dass du, wenn du Japan halt ein paar Atombomben raufjagst und halt wahrscheinlich ein bisschen Land besetzt, wahrscheinlich musst du schon ein bisschen was an Land besetzen, dass dann sofort Japan kapituliert. Und das ist anscheinend der Fall gewesen. Und Japan war halt die letzte Großmacht der Alliierten, die halt noch frei war. Generell waren es jetzt in unserem Fall auch die letzte Macht, die noch frei war. Und das letzte Land, was noch quasi im Krieg gegen uns stand. Und deswegen kommt es jetzt zum Abkommen von Monrovia. Das heißt, wir teilen jetzt quasi im Grunde genommen mit unseren Verbündeten, mit den Philippinen, teilen wir jetzt sozusagen alle Gebiete von den Alliierten auf, die wir in diesem Krieg quasi eingenommen haben. Ihr seht schon selbst, wir haben irgendwie 17.529 Punkte zu verteilen und die Philippinen 0. Ja, das ist halt deren Problem, ne? Die Sache ist halt so, können wir denn alles irgendwie, kriegen wir denn alles? Also kann ich jetzt hier, ach ja, ich kann jetzt sozusagen alles markieren. Also wir wollen auf jede Fälle ja, kann ich nicht einfach Japan auswählen oder irgendwie sowas? Hier, alle Regionen. Okay. Was ist denn, wenn ich einfach sage, alle Regionen von allen? Ist das irgendwie, ist das nicht machbar oder was? Keine Ahnung. So, puh. Die Sache ist halt die, zum Beispiel Belgien und Niederlande, ne?
Das ist halt das Problem, das kontrollieren wir halt nicht. Wir können es vielleicht als eigene Staaten nehmen oder so. Auch die britische, auch Großbritannien und sowas ja auch nicht. Deswegen ist halt so ein bisschen das Problem so. Dänemark gehören wir mal mit dazu. Genau. Dann auf jeden Fall alles von Kanada. Das sollte ja auch irgendwie klar sein. Wir können natürlich auch mal, wie gesagt, wir können Marionettenstaaten oder wir können es versuchen einzunehmen. Das ist halt so ein bisschen die Frage. So, Neuseeland nimmt Wald auch mit. Wo haben wir denn hier? Niederländisch-Indien würde ich halt auch alle Regionen nehmen. Britisch, ups, dann machen wir mal so, dann sehen wir wenigstens. Britisch-Malaysia auch, die haben wir ja extra den Spaniern noch abgelutzt. So, Westdeutschland, guck mal an, das würde schon mal eigentlich fast überhaupt nicht funktionieren. Ich sehe auch hier gar nicht, eine Gesamtpunktzahl ist hier nicht, oder was? Doch. Hier, nee, was? 3100, müssen wir mal gucken, Freunde. Mal gucken, was ist denn in Syrien eigentlich? Ja, Syrien müssten wir eigentlich... Syrien, ja, Syrien sind wir auch auf jeden Fall. Also die Grenzen haben sich ein bisschen verlagert, kann ich euch schon mal sagen, aber ich zeige euch dann logischerweise, wenn wir dann... Wo ist denn der Libanon? Ach, das da. Ja, ja, nehmen wir auch mit. Britisch-Indien. Britisch-Indien will ich auch alle Regionen haben. Ach, hier steht es, 4569 Runde beenden und wir haben 17.000. Also im Moment würde es noch gehen, ist auch noch grün hinterlegt. Haiti nehmen wir auch mit. Achso, ja, hier klar, Paraguay, Uruguay, die ganzen südamerikanischen Länder, die sich angeschlossen haben. Was? Plurinationaler Staat Bolivien, ne, die auch. Argentinien brauchen wir auch. Thailand, weiß ich gar nicht gerade. Volksrepublik, haben wir schon, genau, genau. Australien, genau. Die Punkte brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So, Dänemark, das war hier oben, ne? Das Problem ist, ups. Oh, wie ist was verstellt? Nee. Dänemark hat, glaube ich, noch ein paar Länder rein. Hier ist zum Beispiel noch Albanien zum Beispiel. Die würden sie einfach wieder einnehmen. Norwegen. Norwegen zum Beispiel ist erstmal Blödsinn. Ja, da stehen noch die Gegner drin. Genauso wie Italien. Das ist halt Blödsinn, weil wir da gar nicht drinstehen. Pariser Kommune. Also wir werden auf jeden Fall... Was ist denn das hier? Sag mal, seht ihr das richtig? Sind, wurden wir hier eingenommen? Ups, da muss ich mich nochmal kurz umgucken, ob da irgendwie zu, ob wir zufälligerweise eingenommen wurden. Nee, wir wurden da nicht eingenommen. Das gehört uns, glaube ich. Bin ich relativ sicher. Achso, ja, das sollte uns auch alles gehören. So, also man kann es auch einfach alles anklicken. Ja, ihr seht dann auch immer, wie viel Punkte das kosten würde. So, das haben wir auch. Also ich weiß nicht, wie dann die Karte jetzt aussieht, weil hier ist ja überall Portugal und so weiter. Achso, na gut, die haben wir ja besetzt. Also die müssten, die gehen ja nicht in deren Besitz über. Die haben wir ja quasi immer noch besetzt. Meine Fresse, Freunde. Vor allem, ich darf jetzt hier irgendwie eigentlich... Boah, ich muss jetzt jede kleine Insel hier nehmen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, es kann sich noch ein bisschen um Stunden handeln. Aber nebenbei kann ich ja ein bisschen erzählen, was passiert ist. Will ich ja sowieso mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Ne? Ihr seht alleine dadurch schon, was ich hier anklicke, was alles uns gehört. Mittlerweile. Oh, ich werde hundertprozentig was vergessen und dann sitzt er halt da, ne? Dann gehört es halt denen. Ich meine, ich glaube nicht, dass die dann sofort Einheiten drin haben. Achso. Ah. Ach so, das gehört dann mir hier. Kostet aber 400, weil wir es nämlich nicht kontrollieren. Das ist vielleicht eine doofe Idee. Das gehört aber mir. Gehört hier noch was mir? Nee, das gehört eigentlich der Sowjetunion, sehe ich gerade. Kostet aber auch 27. Was kostet denn hier 27 Punkte? Das ist doch meins, Junge. Kuwait? Ne, jetzt gehört es uns. So, genau, das gehört auch alles uns. Mittlerweile, Freunde, wir haben ja alles eingenommen. Alles. Ne, haben hier die Spanier richtig schön daraus vertrieben. Und jetzt sieht es mit den Punkten ja gar nicht mehr so gut aus, ne? Ja, diese Stadtstaaten würde ich jetzt über den auch noch haben. Ach, die beiden kriege ich gar nicht. Die sind okay.
Haben wir jetzt. Ja, ganz Japan haben wir ja gehabt, ne? Ansonsten hier oben war ja gar nichts mehr. Alaska war nichts mehr. Wir haben komplett Kanada eingenommen. Ist natürlich. Oh. Dominikanische Republik. Hier sind wir bei 11.000 Punkten. Noch würde es gehen. Jetzt wird es langsam knapp. Ja, noch geht das alles. Ne, das ist auch alles okay. Die brauchen wir auch noch. Ist hier jetzt noch irgendwas, was... Ne. Sieht eigentlich gut aus. Eigentlich sieht es gut aus. Jetzt haben wir bestimmt noch ein paar Inseln irgendwo vergessen. Ja, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Natürlich so ein bisschen... Achso, na, ob ich... Ne, warte mal, das brauche ich nicht... Ne, warte mal. Ja, das brauche ich nicht einnehmen, da sind wir nicht drauf. Und das würde sofort halt wieder gegen eingenommen werden. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, die Färöer-Inseln haben wir schon. Wir können natürlich überlegen, ob wir sowas hier... Aber nee, das ist trotzdem dann wieder zu viel, ne? Ja, wie gesagt, wir sind da halt nicht drauf. Und das ist halt ein Riesenproblem. Das würde halt uns sofort wieder wegnehmen. Also, die Russen, also Komintern, kontrolliert halt quasi, bis auf, glaube ich, Irland, kontrolliert das alles hier noch. Ja, also egal, was wir in Europa nehmen, ob wir Italien nehmen, Westdeutschland nehmen und so weiter. Das würde sofort wieder eingenommen werden von den Russen. Und da bringt es doch eher sozusagen diese Staaten zu Stadtstaaten zu machen, also zu neuen Staaten, weil sich dann vielleicht die Russen da rausziehen müssen oder denen halt auch den Krieg erklären. Müssen wir mal gucken. Ah, hier haben wir noch was. Ja, die ganzen kleinen scheiß Inseln. Ich meine, wozu haben wir die alle eingenommen, wenn wir sie jetzt nicht irgendwie überschrieben bekommen? Das macht ja keinen Sinn. So, und ich glaube hier, ja, hier gibt es noch total viele Inseln, die auch keine Punkte wert sind oder so. So, das haben wir ja alles sozusagen uns geholt. Das ist hier dann Australien, was uns ja komplett gehört. Hier unten wäre Neuseeland, was uns schon gehört oder dann gehört. Genau, und jetzt geht es halt um diese ganzen tollen Inseln. Eigentlich relativ einfach gemacht, weil ihr müsst einfach nur gucken, die Inseln, wo irgendwelche Punkte daneben stehen. Das sind die, die ihr anklicken müsst. Ich glaube, wir sind sonst, naja, siehst du. Bis wo stehen die Punkte? Bis hier. Ich glaube, wir sind sonst fertig. Ah, seht ihr noch? Ah, scheiße, das hab ich so weit rausgezoomt. Ah, hier. Siehst du? Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Ah, apropos fertig. Ihr seht schon, wie viele... Sache, wie viele kleine, ja, Inselstaaten wir eingenommen haben, die eigentlich überhaupt nichts bringen. Sowieso, also hier in Amerika oder sowas, da sind wir, glaube ich, durch. Das ist auch wichtig, dass wir das alles dann kriegen. Achso, siehst du, guck mal einen an. Zack, das nehmen wir uns auch noch mit. Ich glaube, das wollte ich aber eigentlich erobern, ne? Ist egal. Dann nehmen wir es jetzt so. Das kontrollieren wir nämlich noch nicht, diese kleine eine Spitze da quasi bei Korea. So, ich hoffe jetzt... Oh, siehst du? Ich hoffe jetzt inständig, dass wir jetzt hier alles haben. Sonst müssen wir halt wieder natürlich neue Kriege oder sowas vom Zaun brechen. Ja, ist irgendwie dasselbe. Wir kontrollieren Malta nicht und wenn da Einheiten drauf sind, dann gehört es direkt mal wieder nicht mehr uns. Das ist natürlich auch irgendwo blöde. Was ist das mit Belgien hier? Hallo? Belgien würde ich schon gerne noch mitnehmen, ne? So ist es nicht. So, das sind jetzt erstmal, das ist erstmal alles, was sozusagen erstmal uns gehören sollte. Was ist das hier eigentlich? Die Vereinigten Staaten ist an der Reihe, Forderungen zu stellen. 5.231 Punkte, glaube ich, die habe ich noch. Und die weltweite Spannung würde auf, jo, ne? Die würde auf 211% hochsteigen. Läuft auf jeden Fall bei uns. So, komm, ich mache das jetzt einfach mal. Runde beenden. So, damit haben wir wieder 5000 Punkte. Und da wir niemand, guck mal, wir können jetzt zum Beispiel passen. Wenn sie in diese Runde passen, können andere Parteien ihre Punkte nutzen, um Forderungen zu stellen. Sie selbst erhalten jedoch 3400 Punkte. Das ist natürlich Wahnsinn. Die Frage ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Britische Union, wenn wir das jetzt hier alles einnehmen würden, wollen, also zum Beispiel passe ich jetzt?
Und der Witz, dass die Philippinen ja gar keine Punkte bekommen, sehe ich gerade. Oh, wir können jetzt einfach ein paar Mal passen, haben 18.000 Punkte, ne? Können machen, was wir wollen. Das ist natürlich die Frage. Also wir können natürlich zum Beispiel Norwegen... Ach, Norwegen wurde eingenommen vom Gegner. Okay. Was haben wir denn noch so da? Also die Britische Union, da gibt es noch eine Menge. Wir können natürlich auch alle anderen oder alle Verbleibenden können wir, oder zum Beispiel Westdeutschland können wir als Marionettenstaat machen. Das ist natürlich auch, das sind natürlich auch interessante Sachen. Da würden wir natürlich die Russen alle Regionen herum, nee. Ja, also entweder nehmen wir jetzt alles ein. Also die Punkte dafür hätten wir ja. Wir können ja, wie gesagt, so aufpassen, wie wir gerade wollen. Entweder nehmen wir jetzt alles ein und die Russen müssen das alles wieder zurückerobern. Beziehungsweise vielleicht stehen sie auch, wenn sie drin stehen, dann haben sie es ja sofort. Das macht ja dann auch nicht so viel Sinn, ne? Das ist ja dann auch irgendwie doof. Aber du, wenn es uns gehört, dann gehört es halt einfach auch erstmal nicht den Russen, ne? Also ich glaube, komm, wir machen es folgendermaßen, wir holen es einfach alles. Was ist das denn eigentlich? Vereinigte Staaten befreit republikanisches Titan und installiert ein befreundetes Regime. Satellit republikanisches, aha. Um die Nation zu einem Marionettenstaat zu machen. Das gehört jetzt, oh, Marionettenstaat. Es ist eine Turbulationsregion in der Britischen Union und verwandelt dies in Marionettenstaaten. Aha. Also entweder zu einem befreundeten Regime oder zum Marionettenstaat. Ja, oder wir nehmen es einfach ein, ne? Alle Regionen erobern. So, wir passen mal wieder ein paar Mal. Dass wir auch alles kriegen. So, Frage ist jetzt, haben wir noch irgendwas? Das ist ja natürlich doof gemacht, wenn jetzt... Also das ist ein bisschen blöd, dass die Philippinen da keine Punkte kriegen, ne? Die haben ja kein Mitspracherecht. Ist ja Wahnsinn. Also alle Regionen erobern. Wir erobern jetzt einfach mal alle Regionen. Mal gucken, was das wird. Oh, da müssen wir wieder was rausnehmen. Verdammt. Kann das sein, dass wir jetzt alt erobert haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er muss jetzt auf jeden Fall erstmal übelst rechnen. So, dann. Zack, 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 zack. Machen wir mal alles weg. Und wir haben eine geringe Mannstärke. Das ist natürlich schade. So, ich zeige euch erstmal jetzt, wie weit wir waren. Was ist das denn hier? Eintüber, libysches Fürsten... Was? Libysches Fürstentum. Die haben mein... Was haben die gemacht? Die haben ja... Oh, die hört zu mir? Ja, es gehört wenigstens zu mir. Ja, Wahnsinn. So. Also, ihr seht selbst, wir haben also Südamerika, Nordamerika, die hört das komplett uns. Dann haben wir einen riesen Teil vom Osten von Russland eingenommen. Tut euch das an. Um China und, die chinesischen Verbündeten herum. Alles eingenommen. Meine Fresse. Da seht ihr übrigens, da wollte ich übrigens gerade angreifen. Ne? Japan haben wir auch noch bekommen. Ja, Wahnsinn. Ne? Und wir waren, wie gesagt, wir waren hier drauf und waren noch nicht mal auf der oberen Insel. Ne? Da wollte ich gerade losfahren. Es hat gereicht. Mit Atombomben zusammen hat es gereicht. Ansonsten die Lufträume kontrolliert. Die Seewege kontrolliert, also Japan war abgeschnitten auf jeden Fall von allem anderen. Dann Australien unten, Neuseeland, ne, die ganzen Britisch-Malaysia, Britisch-Indien und so weiter, gehört das auch alles uns. Komisch, dass wir eigentlich gar nicht so viel mehr Soldaten jetzt bekommen haben. Monatliches Wachstum in den Staaten, es zählt wirklich nur in den Staaten, in den Hauptstaaten, weil 32.000, das ist ja echt nicht viel. Na, was soll's. So, das hier weiß ich nicht, was das sein soll. Was ist das? Warum gehörst du nicht mir? Warum bist du ein extra Land?
Genauso wie das Ding hier. Ah, muss ich Triebsziele rechtfertigen dagegen? Okay. Ja, gut, das mache ich auf jeden Fall, weil das gehört. Das Hallo? Ne? Ja, hallo? Ist ja wohl meins. So, auf Kreta haben wir jetzt auch einfach so bekommen, oder was? Da sind keine gegnerischen Soldaten drauf. Ist ja Wahnsinn. So, das ist übrigens nicht von uns hier, obwohl es hellblau ist. Das ist von Volzhemmet, sozusagen diesen großen Staat hier oben. Ja, und hier haben halt die Spanier, die Ostdeutschland und die Russen alles eingenommen, ne? Also eigentlich gehört uns das Land hier jetzt mittlerweile, Eigentümer Vereinigte Staaten, aber wird er kontrolliert von Ostdeutschland. Das dachte ich mir fast schon. Zu den Fronten kommen wir gleich. Ansonsten haben wir noch irgendwas dazu bekommen, was ich wissen sollte? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, diese beiden Stadtstaaten hier, die müssen noch weg. Wenn ich da ehrlich bin. So, dann kommen wir mal zu Fronten. Also, was ist passiert? Wir sind in Afrika ganz normal rumgelaufen. Oben ging es eigentlich nicht voran. Also weit, sehr langsam voran. Überhaupt eigentlich. Ne, das war diese eine, diese Passage hier war das. Die ging hier nicht vor und nicht zurück. Ne? Also sind wir halt unten rumgelaufen mit ordentlich Armeen. Ich glaube, mit mittlerweile 4 Armeen. Einer haben wir oben hingestellt und die anderen 4 Armeen, die für Afrika zuständig waren, einmal unten rum. Und dann haben sie sich hier, also die haben ja ewig durchgehalten, dann haben sie sich nicht weiter gehalten, dann konnte ich hier sofort rüber und konnte halt auch nach links und nach rechts hier. Ne? Dann war wieder Ende im Gelände, dann haben sie wieder sozusagen sich gefangen, dann ging es wieder nicht weiter und dann habe ich natürlich hier oben erstmal, ne, von zwei Seiten, dann können sie sich nicht mehr wehren und dann war das halt vorbei. Ne, habe ich dann quasi alles Afrika eingenommen. Hier war ja noch sowas wie Saudi-Arabien und ich glaube der Oman und so, das war ja noch Einzelstaaten, die habe ich dann auch mittlerweile langsam angegriffen. Wir kamen hier irgendwann durch, hier war es halt problematisch, ihr seht selbst, hier sind ein paar Flughäfen. Und die hatten halt hier die absolute Lufthoheit. Also ich kann es euch mal irgendwo auch zeigen. Ich denke mal, ich glaube, das Gebiet ist das. Ne? Das geht noch mit 5000 Flugzeugen. Wo haben wir denn noch so ein... Noch so ein tolles Gebiet? Ne, hier sind sie gar nicht mehr drin, oder was? Hier sind sie auch noch mit 5000 drin. Ich glaube, die haben jetzt das... Ach, die haben ja nicht mehr so viel wahrscheinlich, ne? Die hatten jedenfalls mittlerweile, teilweise zum Beispiel im Luftraum Kleinasien, hatten sie über 10.000 Jäger. Ja, und du kommst hier gerade an, hast dann irgendwie vollkommen zerbombte Flughäfen. Na, hast vielleicht zwei Flughäfen, die hier funktionieren, die Insel hatte uns auch nicht gehört. Na, hast dann irgendwie zwei Flughäfen oder sowas, kannst maximal 4.000 Jäger nach Kleinasien schicken und die haben da halt 10, 11, 12.000 gehabt. Könnt ihr euch vorstellen, da habt ihr natürlich keine Chance, die Lufthoheit in den nächsten paar Monaten zu gewinnen. Ne? Auch selbst wenn ihr gute Trades eingeht, ne? Bei uns sind dann immer so 5 Flugzeuge gestorben pro Tag und beim Gegner halt 40 oder so. Ne? Selbst das reicht nicht aus. Ne? Die produzieren ja auch nach. Es ist nicht so, ob die dann da 12.000 Einheiten haben und das war's dann. Nee, nix. Ne? Und in der Zeit, wo die halt Lufthoheit hatten, haben sie uns teilweise auch Atombomben vor die Nase geworfen und generell haben die uns auch bebombt. Ne, also das war hier ein riesiger Krieg und irgendwann ist diese Front hier, also ich habe natürlich meine Lufthoheit ja versucht, irgendwie, ich bin irgendwie, ihr müsst halt gucken, ihr dürft halt nicht unter 75%, unter 25% sinken, weil dann können sie Atombomben schmeißen. Ne, 25%, oder beziehungsweise 75% Lufthoheit, ab dann kann derjenige, der Lufthoheit hat, Atombomben schmeißen und dann ist vorbei. Ne, weil überlegt mal, wenn ihr jetzt hier ein Gebiet habt und der wirft in dieses Gebiet hier, sorry, er wirft in dieses Gebiet, in die Region, da habt ihr eure 2000 Flugzeuge drin stehen. Er wirft hier eine Atombombe rein. Dann ist dieser Flughafen kaputt. Das heißt, ihr habt dann 0 von 2000. Ihr habt zwar die Flugzeuge noch, die sterben dabei nicht, die nehmen wir nicht drauf. Aber die können nicht starten. Die müsst jetzt erstmal, müsst ihr jetzt quasi 10-mal diesen Flughafen reparieren, damit die 2000 Flugzeuge, jeweils natürlich, wenn ihr einmal repariert habt, 2-mal Flugzeuge sind dann wieder im Einsatz und so, ne? Bis die dann wieder in den Luftraum irgendwie da wieder reinfliegen können und die Lufthoheit sozusagen wieder für euch generieren können. Ne? Aber wenn die einmal so weit sind, euch den Flughafen kaputt zu machen mit der Atombombe, dann können die ja alle, was weiß ich, 3 Wochen oder alle 2 Wochen eine Atombombe raufwerfen und ihr werdet dann nie wieder den Luftraum kriegen. Das ist das Problem. Und das habe ich dann irgendwann mit denen quasi im Grunde genommen gemacht. Ne? Also irgendwann, wo ich dann hier so ein bisschen Luftraum hatte, zack. Ne? Ich meine, ihr müsst ja überlegen, wir haben natürlich auch bessere Flugzeuge, wir sind ja komplett durchgeforscht und haben die auch weiterentwickelt. Und von daher sind wir dann irgendwann, also bin ich dann irgendwann sozusagen hier durchgekommen. Ja, im Moment halte ich quasi die türkische Grenze, das ist relativ einfach, stellst eine Armee hin, die müssen hier rüber. Ihr seht selbst, da sind zwar eine Menge Leute, ich kann selbst nicht gegen angreifen, aber die können hier nicht mehr rüber. Ne? Die können höchstens hier irgendwie landen oder so, aber das bringt halt auch nichts. So, ansonsten habe ich jetzt meine Fronten so ein bisschen weitergezogen. Wir sind jetzt hier quasi, was ist denn das eigentlich für eine Region, kannst du mir mal erzählen? Kaukasien, genau. Wir sind quasi durch den Kaukasus, sind wir quasi jetzt ein bisschen durchgedrungen und versuchen jetzt hier ein bisschen in Russland einzufallen, Richtung der großen Städte wie Stalingrad, das müsste irgendwo sein, da ist es, Stalingrad und Sevastopol.
Also eine Armee wird dann in Richtung Sevastopol gehen und quasi das ist, glaube ich, das Schwarze Meer. Ich bin so gut. Einmal in die Geschichte aufgepasst. Das Schwarze Meer quasi damit für uns halt, also wichtig einnehmen, die Krim. Ne? Und die anderen rücken natürlich Richtung Stalingrad vor. Das gibt es natürlich richtig ordentlich Siegpunkte. Und du nimmst ihnen natürlich die Wirtschaft weg, ne? Also Stalingrad und Sevastopol natürlich auch ordentliche Wirtschaftsstrecken. So, gehen wir weiter. Der Russlandfeldzug oben, der ging eigentlich dann irgendwann von der Hand. Ich wollte eigentlich hier Moralgebirge dazu als dann diese Stellung halten, weil das ist eine schöne Region eigentlich. Wie ihr sehen könnt, ihr könnt dann einfach diese, das ist eine Region hier. Und ihr könnt dann einfach hier die Infrastruktur bauen, euch hier hinstellen. Und das war's, ne? Ihr kommt nirgendwo mehr rüber. Und hier bräuchtet ihr noch weitere zwei Regionen, die ihr einnehmen könnt. Und schon habt ihr nur noch diesen Teil, der hier offen ist. Also relativ einfach dann zu halten. Aber die Einheiten haben es von alleine, muss man dazu sagen, von alleine irgendwie geschafft. Ich habe immer, weißt du, ich habe dann irgendwie die Region hier angegriffen. Und die sind hier oben rumgelaufen. Okay, na, willst du machen. Der Widerstand ist auch relativ übersichtlich. Ja, und jetzt versuche ich halt quasi eigentlich mit dem restlichen russischen Truppen einfach nachzuziehen, dass wir an dieses Gebirge, dass wir hier diese Linie sozusagen befestigen. Ihr seht schon, von unten komme ich jetzt auch mittlerweile. Ich habe halt quasi fünf Russland-Armeen, die eigentlich nur von oben sozusagen so in der Region hier weiter gedrückt haben. Dann habe ich die Afrika-Armeen, ne, wo eine hier rumgelaufen ist und dann alle fünf hier durch. Ne, und dann halt ein paar in die Richtung geschickt habe. Und dann habe ich halt neue Asien-Armeen, die eigentlich dafür waren erstmal Australien, Neuseeland. Und hier britisch Indien, britisch Malaysia und so einzunehmen, ne? Und eigentlich dafür vorgesehen waren, irgendwann Japan zu invasieren, aber das hat sich ja erledigt. Und die habe ich dann halt einfach hier, das war alles, die britisch Indien war alles von den Spaniern besetzt. Und da bin ich halt einfach mit zwei Armeen hier unten ran, die dann mit zwei Armeen hier ran, die dann. Und dann haben wir sie einfach von, also habe ich sie einfach von hinten, ne? Typischer 2-3 Frontenkrieg einfach fertig gemacht. Mit den Russenarmeen immer schön hier an der Grenze zu China lang. Ne, das ist ja hier. Ja, das sieht man ja nicht besonders deutlich, aber das ist halt so die Grenze hier. Ja, und Kommentaren ist ein bisschen geschmolzen, muss man sagen, ne? So, die Russen haben auch ein bisschen Probleme. Sind jetzt mittlerweile schon längst auf alle Erwachsene dann, also 20% rekrutierbare Bevölkerung. Und das Einzige, was danach noch kommt, ist, glaube ich, letztes Aufgebot. Es sind nochmal 5% mehr. Und haben jetzt nur noch um die 3 Millionen Leute. Als sie diesen, nach Bedarf ist ja das mit 10%, das was davor ist, das was wir auch gerade drin haben, deswegen habe ich auch so wenig Leute hier oben noch, ich könnte das auch noch locker einmal hochstellen, ne, und da würden wir halt nochmal 15 Millionen Leute mehr kriegen im Moment, ne, im Moment reicht's ja. Ich dachte, dass ich durch die Alliierten jetzt noch mehr Leute kriege eigentlich, aber irgendwie funktioniert das doch nicht, keine Ahnung warum. Achso, die hört mir jetzt die Insel doch nicht, naja, die hört mir doch nicht, ja klar. Naja, aber was ihr zum Beispiel auch schon sehen könnt, sie haben nicht mehr so viele Flugzeuge, also wenn ihr auf mich geht, mir sind 67.000 Flugzeugen und habe 1.700 Divisionen an sie geschickt. Und guck mal die Russen an, die sind fast bei 2.000. Ne? Also das ist jetzt mittlerweile, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt mittlerweile 1.000 Militärfabriken und Russland hat fast immer noch so viel. Und guckt euch mal an, wie viel von Russland nur noch übrig ist. Was ich ja eigentlich für Steppen in Afrika und in der Sowjetunion eingenommen habe, im Osten der Sowjetunion. Vollkommen für den Arsch. Ohne Witz. Also wie gesagt, kann ich euch nicht empfehlen, so vorzugehen. Das ist wirklich komplett für den Arsch. Ja, und die Russen, also wie gesagt, die haben jetzt echt Probleme. Wir haben sie auch wirtschaftlich ein bisschen geschwächt. Ihr könnt ja mal hier gucken, was sie noch haben. Stahl und, Stahl haben sie eigentlich nur noch richtig viel. Chrom haben sie auch, das reicht vollkommen aus für die Schiffe und für die Panzer. Nur bei Wolfram, das ist für Artillerie, da sieht es schon schlecht aus. Gummi, das haben sie irgendwie verkackt, da Raffinerien zu bauen, haben sie fast gar nichts. Also auch deswegen, glaube ich, haben sie Probleme, irgendwie ein paar mehr Flugzeuge zu produzieren. Sie waren mal bei über 30.000 Flugzeugen, das ist jetzt auch schon runtergegangen. Und Aluminium haben sie dummerweise noch viel. Aluminium und Stahl, habe ich jetzt rausgefunden, sind so die beiden Rohstoffe, die wirklich am wichtigsten sind. Ja, Öl haben sie fast auch nichts mehr. So Sowjetunion ohne Öl, natürlich Wahnsinn. Ja, wenn ihr bei uns mal guckt, Öl 4000, ne? Aluminium 1300. Da exportieren wir auch ein bisschen was nach China. 3900 Gummi, ne? 2000 Wolfram, 2400 Stahl. Gar nicht so viel mehr, muss man sagen, weil halt die europäischen Regionen so gut sind im Stahlabbau und 1900 Chrom. Das funktioniert also soweit. Jetzt haben wir natürlich auch eine Menge neuer Militärfabriken bekommen. Eieieiei. Also aus der Besatzung sind jetzt nur noch die, die wir von der Kommentaren quasi eingenommen haben. Eieieiei. Also genutzte Militärfabriken um die 1000. Aber wir haben. Ich hatte immer das Problem, dass ich nicht genug. Also Militärfabriken hatte ich genug. Das Problem ist, ich hatte halt irgendwann. Ihr seht schon, ne? Stahl habe ich Probleme gehabt. Jetzt steht das eigentlich. Und Aluminium habe ich immer noch Probleme. Ne, um halt genügend Jets hier unten noch zu bauen. Also ich produziere jetzt gerade mit 300 Militärfabriken alleine diese Flugzeuge, die besten jeder Flugzeuge, die wir produzieren können. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich, ne?
Ist die halt eigentlich gar nicht. Also, wir müssen mal gucken. Ansonsten, ich glaube, von der Lustigkeit sieht es ganz gut aus. Die müssen mal ein bisschen mehr mechanisiert machen. Das können wir aber jetzt, da wir wieder mehr Stahl haben. Ja, Gummi und Öl haben wir sowieso durch die ganzen Raffinerien, die wir sowieso mal gebaut haben. Das ist dazu. Wir hatten mal mittlerweile 400 Atombomben. Jetzt sind wir nicht mehr so viel, haben aber 108 Reaktoren. Und ihr seht selbst, wie Produktionsgeschwindigkeit gesamt ist bei 30% pro Tag. Also alle 3,5 Tage ungefähr ist eine Atombombe fertig. Also schnell musst du die auch erstmal irgendwo hinhauen. Ne? Ja, das ist jedenfalls, so sieht es jetzt im Moment aus. Ich werde natürlich noch weiterspielen. Wie sieht es beim Krieg aus? Das kann man, glaube ich, auch nochmal sich angucken. Wir haben jetzt nur noch den einen amerikanisch-sowjetischen Krieg. Die kapituliert haben, sind mal weg. Wir haben jetzt also, das ist das Problem. Wir haben jetzt also zwei Verbündete irgendwie, zwei verbündete Staaten reinbekommen. Ich weiß nicht, warum. Mittlerweile haben wir 13,4 Millionen Verluste. Vor allem durch die Sowjetunion 8 Millionen. Und wenn ihr jetzt mal die nicht kapitulierten mit reinnimmt, 90 Millionen. Also das sollte euch nochmal zu denken geben. Also so ein Krieg, das ist schon das Wahnsinn, wie wenig ein so ein Leben überhaupt hier wert ist, ne, bei 90 Millionen. Der Wahnsinn. Die Russen jetzt mittlerweile bei über 39, wir haben über 39 Millionen an Opfern denen zugefügt. Das, ne, Wahnsinn. Und wir haben schon ein paar Siegpunkte erreicht, so ist nicht. Ja, aber bei anderen noch nicht. So, eine Sache, wir müssen da theoretisch nicht alle anderen Länder einnehmen. Das seht ihr am besten, wenn, meine ich normalerweise, wenn man hier irgendwie raufgeht. Da sieht's. Wir müssen nur die Sowjetunion klar platt machen. Spanien, Polen, Ostdeutschland, Volk Helmut und Portugal. Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, wir brauchen die Sowjetunion. Die muss aufgeben. Volk Helmut hier muss aufgeben. Ostdeutschland. Was aber bedeutet, dass eigentlich... Na gut, vielleicht reicht es von den Siegpunkten aus, dass wir nicht auf die Insel kommen. Spanien und Portugal, also dieser ganze untere Block hier, na gut, das ist auch Sowjetunion, ne? Und hier ist auch Volksheim mit. Also dieser Block hier eigentlich, der ist uninteressant. Der ist komplett uninteressant. Deswegen versuche ich jetzt auch nicht irgendwie hier noch groß weiter voranzugehen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal hier diese Lücke schließen. Und dann mal gucken, ob ich nebenbei noch China irgendwie dann angreife oder sowas, weil wir wollen ja die totale Kontrolle haben. Klar, wir müssen dann irgendwann China einnehmen, aber das können wir natürlich auch am Ende einfach so machen und einfach rüberlaufen. Sicherlich von oben reingehen, dass ich hier irgendwie an diese nordischen Völker reinkomme. Ich glaube nicht, dass da viel ist. Und wie gesagt, die Russen weiter ausbluten lassen. Ne? Die haben jetzt nur noch 3 Millionen. Die hatten zwischenzeitlich, wo sie halt von nach Bedarf auf alle Erwachsene dann sind, also wo 10% mehr Bevölkerungszahl quasi mehr rekrutieren durften, da hatten sie über 10 Millionen Leute. Das ist natürlich wieder gewesen, ne? Die waren bei 0 und dann waren sie wieder bei 10 Millionen. Und jetzt haben sie aber nicht mehr so viele. Und ihr seht schon, die ganzen Fronten, es sind ja fast nur noch Russen. Also hier in dem Bereich nur noch Russen, die verteidigen. Die anderen, zum Beispiel Spanien, die haben nichts mehr. Ne? 40 Leute. Was willst du denn da machen? Was hat Ostdeutschland? 50 Leute. Was hat, wer bist du? Ey, wer bist du? Ungarn. 0. Ne? Rumänien. Ah, Rumänien hat auch ein paar Millionen. Aber hat nur wenig Divisionen, ne? Und sind auch bei... Letztes Aufgebot heißt es, genau. Und die sind sowieso alle im letzten Aufgebot, ne? Die sind alle komplett ausgeblutet. Also den Krieg sollten wir gewinnen. Wir müssen halt nur langsam sicher vorangehen. Ne? Das werde ich jetzt machen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt irgendwie diese komischen... Was auch immer der Zoll. Die müssen danach auch weg. Oder im Krieg müssen die weg, keine Ahnung, sollen wir mal gucken. Gut, ich wollte euch nur mal auf den neuesten Stand bringen und euch natürlich nicht das Abkommen von, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es hieß, also dass wir quasi die Alliierten geschlagen haben, das wollte ich euch natürlich, da wollte ich euch natürlich noch live informieren. Philippinen haben wir uns dann auch irgendwann mal befreit und die haben wie immer von uns die ganzen Jäger und so bekommen. Die ganzen Flugzeuge rüber brauchen wir nicht. Haben wahrscheinlich jetzt noch relativ viel. Warum mache ich das übrigens? Das ist übrigens ein schöner Trick nochmal so am Ende, wenn du jetzt hier einen Flughafen hast. Und sagst, okay, ich will jetzt die neue Flugzeuge einsetzen und ich suche jetzt mal meine Jets. Ne? Da sind sie zum Beispiel. Okay, haben wir noch irgendwelche Jäger? Und dann gehst du diese Liste hier durch und suchst deine Jäger. Nö? Kannst du auch nicht suchen oder irgendwie sowas. Deswegen, ne? Ich hau die dann alle sozusagen bei den Philippinen rein. Nur die, die ich wirklich benutze. Und dann hast du deine 5, 6 Dinger. Wir haben 7500 Jets, haben wir noch einfach so rumzustehen, die wir nicht benötigen. Easy peasy. Deswegen haue ich die immer zu den Verbündeten an. Klar, wenn ich dann die Philippinen immer wieder einnehme, kriege ich die ganzen Blödsinn wieder wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass bis dahin halt eine ganze Menge abgestürzt sind. Ne, von der Idee her. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Das wird dann sicherlich das Abkommen sein, dass wir entweder nebenbei China platt gemacht haben. Das müssen wir mal gucken, wie viel Armeen wir zur Verfügung haben.
Ne, im Moment haben wir quasi 14 Armeen. Eine steht in der Türkei doof rum, also 13 Armeen. Und ich sehe es halt nicht, dass wir mit 13 Armeen bei diesem Landstrich hier vorangehen können. Das sind vielleicht ein bisschen zu viele. Ne, die Tänzer selbst, ne, mit dem Nachschubproblem. Deswegen, mal gucken. Vielleicht können wir auch 5 nach oder 4 nach Asien halt hier abstellen. Müssen wir mal sehen. Alles klar. Bis denne.